Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute kochen wir gemeinsam Grünkohl. Viel Spaß! So, meine lieben Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute hier zu meinem Kochen mit Chris. Nicht? Genau, so eindrucksvoll, wie ich es euch gezeigt habe, möchte ich bitte auch, dass ihr eure Wurst anpiekst, damit diese später nicht platzt. Das Kassler sowie auch das Bauchfleisch in grobe Stücke schneiden. Das Gänseschmalz heiß werden lassen und das Kassler daran anbraten. Dieses anschließend rausnehmen und den Bauchspeck daran anbraten. In meinem Video zu sehen sind zwei Sorten Kassler. Einmal der Kassler Nacken, dieser ist etwas fettiger und dadurch saftiger. Viele Menschen mögen das Fettige allerdings nicht. Und der Kassler Lachs, dieser ist weniger fettig, dafür etwas trockener. Gib den gefrorenen Grünkohl zu dem Topf dazu und lass diesen langsam auftauen. Damit das Ganze nicht anbrennt, geben wir jetzt schon mal die Brühe dazu. In der Zwischenzeit könnt ihr eine Kohlwurst klein schneiden und zum Grünkohl dazugeben. Diese dient als Geschmacksgeber. Würzt den Grünkohl jetzt mit Salz, Pfeffer und einer ordentlichen Portion Senf. Lasst den Grünkohl jetzt kochen für mindestens eine Stunde bei kleiner Flamme. Achtung, es könnte anbrennen. Schmeckt das Ganze nochmal ab, eventuell mit Salz, Pfeffer oder dem Senf. Gebt jetzt 30 Minuten vor dem Servieren die Kohlwurst dazu, damit diese langsam heiß wird.15 Minuten vor dem Essen kommt das Kassler in den Kohl. Grünkohl isst man am besten den nächsten Tag, das heißt den Schritt mit der Kohlwurst und dem Kassler am besten dann am nächsten Tag machen. Wenn der Grünkohl zu viel Wasser gegeben hat oder ihr ein bisschen zu viel Brühe dazu gegeben habt, könnt ihr das Ganze andicken mit ein paar Haferflocken. Diese müssen nochmal 10 bis 15 Minuten quellen und machen das Ganze schön saftig. Und damit endet das Video für heute auch schon. Ich danke euch fürs Zuschauen. Viel mehr Inspiration findet ihr bei mir auf dem Kanal. Über einen Daumen und über ein Abo von euch würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Euer Chris von Camper Kulinarik.